Im Februar diesen Jahres hat es in Wien-Brigittenau in der Engertstraße in einem sogenannten Asia-Studio einen richtig gehenden Amoklauf gegeben. Der mutmaßliche Täter, ein 23-jähriger aus Afghanistan stammender Mann, der hat mit einem Messer drei dort arbeitende Sexarbeiterinnen attackiert und wirklich aufs Brutalste verstümmelt. Alle drei Frauen sind verstorben. Damals im Februar hat die Polizei dann eine Alarmfahndung herausgegeben und den Mann gegenüber in einer Grünanlage im Gebüsch versteckt gefunden. Mittlerweile ist einiges herausgekommen. Die Untersuchungen haben ergeben, der 23-Jährige dürfte schwer schizophren sein und dürfte während der Tat auch nicht zurechnungsfähig gewesen sein. Deswegen wird er auch nicht wegen dreifachen Mordes angeklagt, sondern dürfte nach seiner Verhandlung vermutlich in ein forensisch-therapeutisches Zentrum, früher bekannt als Haftanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher bekannt, eingeliefert werden. Wie lange er dann dort zu verbleiben hat, das wird sich im Laufe der Verhandlung herausstellen, die ab dem 25. November startet. Ein durchaus kurioses Detail, das auch bekannt geworden ist, er dürfte in einer Aussage erklärt haben, wie es zu dieser Wahnsinnstat gekommen ist. Auf seiner Flucht aus seiner Heimat dürfte in Serbien eine europäische Hexe, wie er sagt, kennengelernt haben, eine Satanistin, die ihm vom Glauben abfallen lassen wollte. Er selbst, Muslim, hat einfach Angst bekommen, ist dann aus Serbien eben nach Österreich geflohen, meinte aber weiter, dass man natürlich auch über ein Handy verhext werden kann und seiner Ansicht nach wären die drei asiatischen Sexarbeiterinnen Gehilfinnen seiner Hexe gewesen und deswegen hat er sich dann eben ein Messer gekauft, ist in dieses Lokal hineingegangen und hat die Frauen auf brutalste Art und Weise umgebracht. Verhandlungen, wie gesagt, dann ab 25. November.